Am kommenden Samstag könnte die Stadt Braunschweig erneut zum Schauplatz eines spannungsgeladenen Aufeinandertreffens der Fangruppen von Hannover 96 und Eintracht Braunschweig werden. Während sich die Mannschaft von Eintracht Braunschweig auf ihr Heimspiel gegen die Spielvereinigung Fürth vorbereitet, planen die Fans beider Lager offenbar ihre eigenen Veranstaltungen abseits des Spielfelds. Nach Informationen der Polizei Braunschweig soll eine Gruppe von Hannover 96 Fans für den 21. September 2024 eine Demonstration in der Stadt angemeldet haben. Diese Ankündigung kommt nur wenige Wochen vor dem mit Spannung erwarteten Niedersachsen-Derby, das am 6. Oktober 2024 im Eintrachtstadion in Braunschweig stattfinden soll. Doch bereits jetzt steht fest, die aktiven Fans von Hannover 96 werden das Derby boykottieren. Die Gründe hierfür liegen in den vom Verein und den Behörden festgelegten Restriktionen, darunter eine Reduzierung des Gästekontingents und strenge Einschränkungen beim Einsatz von Fanmaterialien. Unter dem Titel "Organisierte Fanszene lehnt Derby-Bedingungen kategorisch ab" äußerten die Ultras von Hannover 96 ihren Unmut und kündigten an, dass sie das Derby am 6. Oktober 2024 nicht besuchen werden. Stattdessen werde man alternative Aktionen organisieren, um auf die Missstände aufmerksam zu machen. Die Polizei Braunschweig bestätigte die Pläne der Hannoveraner und steht in engem Austausch mit den Behörden der Stadt Braunschweig, um die Demonstration zu begleiten. Eine endgültige Entscheidung, ob die Demonstration genehmigt wird, steht jedoch noch aus. Parallel dazu haben die Ultras von Eintracht Braunschweig ihre eigenen Pläne für den kommenden Samstag bekannt gegeben. Bereits um 9.30 Uhr soll sich die Anhängerschaft der Eintracht am Burgplatz in Braunschweig versammeln, um anschließend in einem organisierten Fanmarsch in Richtung Eintrachtstadion aufzubrechen. Das Heimspiel gegen die Spielvereinigung Fürth wird um 13 Uhr angepfiffen, doch die Eintracht-Ultras werden schon Stunden vorher ein deutliches Zeichen setzen. Die Polizei Braunschweig steht vor einer komplexen Herausforderung. Neben der Gewährleistung der Sicherheit für das Fußballspiel und den Fanmarsch der Eintracht-Anhänger muss auch die mögliche Demonstration der Hannoveraner Fangruppe berücksichtigt werden. Sollte die Versammlung der Hannover 96 Fans genehmigt werden, wird die Polizei mit einem starken Aufgebot vor Ort sein, um potenzielle Zusammenstöße zwischen den rivalisierenden Fangruppen zu verhindern. Hey Leute, wir müssen Ihnen leider mitteilen, dass unser offizieller Kanal von YouTube unerwartet entfernt worden ist. Doch aus der Asche erhebt sich ein neuer Kanal, der unseres neuen offiziellen Zuhauses wird. Bitte abonnieren Sie, damit Sie keine Videos verpassen.